Kennst du das, wenn du weißt so, oh oh, in einem Monat ist Geburtstag von ihr? Was geht ab, Leute? Willkommen zu einer neuen Folge von einem Format, das wir alle natürlich schon wieder sehr, sehr lange vermisst haben. Bitte sprich den Namen jetzt aus, dieses glorreiche. Sagen wir es alle zusammen am besten, oder? Ja. 3, 2, 1. Hashtag halt dein Maul. Alter! Haltet die Fresse! Was war die letzte Folge? Ich glaube 2019, oder? Also die letzte richtige war, glaube ich, 2019. Wir haben eine Hashtag halt dein Maul Folge gemacht Anfang diesen Jahres wegen. Den Kurz? Nee, ach, weil der Kanal gehackt worden ist. Kanalhacking, ja, stimmt. Ja, da haben wir mal einen gemacht, aber ansonsten ist die letzte Sale schon 2019 gewesen. Wer es nicht weiß, wir hatten mal so ein Real Talk Format, wo wir eigentlich Zuschauerfragen uns eingeholt haben. Heute habe ich sogar selber eine Frage vorbereitet. Du hast selber eine Frage vorbereitet. Und ich habe Bock, mal eine Frage zu machen, die eher kontrovers, schwierig ist, also eine Sache, wo man aneckt, weil ich finde es einfach interessanter, mal was zu reden, ja, was eben nicht so weich gewaschen ist. Was kommt jetzt? Wir sollen mal aufzählen oder von Sachen nennen, die scheiße an einer Beziehung sind. Also wenn man in einer Beziehung ist, was man dann für Nachteile hat? Nein! Was ist negativ an der Beziehung? Immer so negativ. Ich will dazu sagen, ich glaube, wir sind beide eher Leute, die sagen, wir fühlen uns eigentlich eher wohler in einer Beziehung als Single. Habe ich den Eindruck, klar, Single hat auch ein paar Vorteile, aber ich glaube, wenn man Single ist, sind wir beide immer so ein bisschen, sag ich mal, so am Rumrudern, so ein bisschen so hektisch, nicht so ruhig, nicht so konzentriert. Kein roter Faden mehr am Start. Ja, also ich glaube, wir sind ein bisschen gechillter, wenn einfach alles so... Ja. Wenn alles geregelt ist und in geregelten Bahnen läuft. Obwohl, beide Vorteile, ich finde... Ja. Also, you to serve, würde ich sagen. Was ist denn was Negatives in der Beziehung? Eine Sache, die bei mir immer auffällt, und ich frage mich, ob das so ein Ding ist, was nur mir widerfährt, oder ob du es relaten kannst. Ab einem gewissen Punkt, wenn eine Person mal recht hatte oder so, dass es einem so ein bisschen vorgehalten wird manchmal, so, kennst du das so? Oder so, vor allem irgendwie so hoch gefeiert wird, so, da hast du dich geirrt, du Vollidiot, so, ich hab's vor allem gesagt, das ist doch so, und du hast mir nicht geglaubt, dann haben wir nachgegoogelt, und dann, aha, siehst du, du hast dich geirrt, so, aber du wolltest mir ja nicht glauben von Anfang an. Solche Gespräche habe ich immer wieder und ich frage mich, kommt das öfter vor in Beziehungen oder ist es irgendwie so ein Ding von mir? Vielleicht, weil du so rechthaberisch bist, keine Ahnung. Kann sein, vielleicht bin ich ja wirklich voll so, das stimmt nicht, oder vielleicht habe ich oft recht und dann umso mehr freut man sich. Ja, vielleicht ist auch einfach so, dass durch euren Altersunterschied hat Carina vielleicht auch einfach öfter mal Momente, wo sie sich freut, wenn sie mal recht hat. So. Vielleicht. Könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich habe nichts mit Carina zu machen. Hatte ich öfter schon Beziehungen. Ja. Aber ich kenne es auch von meinen Eltern oft. Die Ella war ja auch. Das zum Beispiel. Als du, oder? Wie viel jünger war die Ella als du? Also wie alt war die überhaupt? 6 Jahre jünger? Ja. Und Steffi war 3 Jahre jünger. Also an sich. Also immer alle jünger. Jünger schon, aber nie so. Also Carina mir schon extremer, sag ich jetzt mal, oder ungewöhnlicher. Aber meine Eltern ist genauso, dass das. Meine Mama hat halt immer diesen Spruch. Dein Papa darf einmal im Jahr recht haben, sagt sie immer so. Weil sie eigentlich immer recht hat, aber manchmal kommt man doch so einen Moment und sagt so, ach verdammt, das jetzt habe ich erwischt und so. Und dann freut er sich und ist immer so, ah, ey, jetzt habe ich dich mal erwischt, so. Kennst du das gar nicht? Nee, ich habe das gar nicht. Ah, krass. Schon. Also, Diskussion vorbei. Nee, habe ich gar nicht. Also, eine negative Sache, die mir jetzt aus dem Stand einfällt, ist, wenn man in einer Beziehung ist, ist ja ein Commitment, so, du musst halt planen, ne? Und ich habe manchmal irgendwie den Impuls, Anfang der Woche zu sagen, boah, diese Woche gar keinen Bock, so, ich verplane mich einfach Freitag und Samstagabend mit meiner Freundin, so, wir chillen nur bei mir im Zimmer, alles cool. Dann hocke ich Freitag da und bin so, boah, jetzt noch irgendwie eine Bar gehen, so mit Kumpels einsaufen, wäre so richtig geil. Das geht halt nicht. Weil du kannst ja nicht machen. Und das nervt mich manchmal, dass dann irgendwie, also es ist auch so ein gewisses... Spontanität. Spontanität fehlt so. Du musst dich halt dann an das halten. So, also ich kenn's auch manchmal, dass du mir geschrieben hast, so, komm mal vorbei saufen. Ich bin so... Wenn ich Single wäre, ich würde es tun. Ne. Ich würde zum Spaß ins Auto einsteigen und einfach nach München fahren. Ja, so. Ich gebe es einen Fick. Und dann wär's so, warum tust du das? Und irgendwie, das ist manchmal schon nervig. Das ist manchmal irgendwie so... Aber ich glaube, es kann auch jeder relaten, der einen Mitbewohner hat oder eben nicht alleine wohnt. Man muss natürlich auch ein bisschen... Ja, Mitbewohner ist eigentlich bei uns super cool. Also glaube ich. Weil ich glaube, dass der Georg auch ein chiller Typ ist. Aber normalerweise muss man ja schon zum Beispiel nicht um 3 Uhr morgens laut Musik machen oder so. Nee. Du musst dich schon... Wobei das bei uns auch, also, aber das liegt bei uns an der Wärmeisolierung. Die ist gut. Nicht, wie sagt man, aus der Schallisolierung. Gut, Schall gedämpft alles. Das stimmt, ja. Doch, ja. Auf jeden Fall. Ich bin halt auch so ein Typ, der jetzt einfach nicht juckt. So. Ich kenne halt, wenn er Kumpels da hat. Also ich meine, wir führen jetzt keine Beziehung, wir sind halt Mitbewohner. Aber wenn der Kumpels da hat, so, ich gehe trotzdem duschen, ist mir scheißegal, dann renne ich in Unterhose durch die Gegend, die sehen mich, das ist mir so wurscht irgendwie. Ja, das gibt's auch zu schämen. Ja, weil es eigentlich, das ist ja auch eigentlich echt egal. Das ist so Wayne. Ich graduate langsam, bis ich dann irgendwann einfach nackt durch die Bude renne. Ich muss sagen, gerade Unterwäsche habe ich irgendwie total meinen Charme verloren, weil ich bin so, das ist ja auch wie eine Badehose, meine Fresse. Also immer wenn ich wenn mal... Wenn Badehose stehst du auch scheißegal. Also wenn ich meinen Besuch da habe, den ich auch nicht so oft kenne,
wir gehen pennen oder es ist eh schon so Schlafstimmung, habe ich gar kein Problem, nochmal mit Unterhosen pinkeln zu gehen oder so, ja. Weil so, das könnte mich ja sehen, bin ich so, ja, und wenn schon. Okay. Badehosen sind uns auch zu sehen, also... Egal! Eine Sache, die ich mal beobachtet habe, wo ich sagen muss, das stimmt überhaupt nicht, aber wird durch Hollywood und Filme dauernd suggeriert, ist das Thema Sex tatsächlich. One-Night-Stands sind in Filmen immer so aufregend, perfekt und toll. Sieht man aber Sex zum Beispiel in einer Ehe oder langwierigen Beziehung, wird ja in Filmen oder Serien immer so als langweilig, öde oder verplant oder zu abwesend, so irgendeiner denkt über irgendwas nach oder irgendwas Komisches passiert, irgendwas Tollpatschiges, keine Ahnung, irgendwer kommt zu früh oder irgendein Quatsch. So. Es wird immer so dargestellt, so Sex in einer Beziehung ist bescheuert, aber es One-Night-Stands sind perfekt. Mhm. Und das ist so eine Sache, da muss ich sagen, da irrt sich Hollywood komplett oder generell alle Serien, auch deutsche Filme, so, das macht irgendwie gar keinen Sinn, weil eigentlich ist doch du musst halt anders. Aber du musst ja dramaturgischen Konflikt herstellen. Natürlich. Also ich weiß schon, warum sie es machen, aber eigentlich ist es eine Sache, die, wo ich hoffe, man glaubt die nicht, wenn man das so sieht. So. Das finde ich aber eh das Geilste. Die Depiction von One-Night-Stands bei Hollywood ist halt immer so, dass die ziehen sich halt dann aus und dann haben die Sex und dann am nächsten Morgen wachen die auf. Es sind beide noch nackt. So, haben nicht mal was angezogen. Skandal! Wo ich auch so bin, also, sorry, aber selbst wenn du einen One-Night-Stand hast, so, dann fickst du meistens mit dem Kondom rum. Mhm. Also dann bist du erst so, warte kurz. Ja, hast du was dabei? Nee, ich fahre nochmal schnell zur Tanke. Was machen wir? Mal rausziehen. Genau. Dann hast du Sex, meistens beim ersten Mal funktioniert es nicht gut, weil du dich noch nicht so gut aufeinander abgestimmt hast, so wer sich wie bewegt. Dann danach bist du erstmal so, wo ist das Klopapier, damit du es abwischen kannst. Dann gehst du duschen, dann ziehst du dir wahrscheinlich die Unterhose an und dann geht ihr ins Bett. Also, geht gar nicht. Vor allem, weil er auch hier seine eigene Erfahrung mitbringt. Und das ist zum Beispiel was Gutes in einer Beziehung. Ich dachte, wir reden über negative Sachen. Eigentlich ja. Was ist das zum Beispiel was Gutes in einer Beziehung, dass man da einfach auch mal Sex haben kann? So, fuck it, let's go. Egal, nee, falsches Thema, negative Sachen. Gibt's nicht. Schon. Gibt's nicht. Beziehung. Also eigentlich, Leute, was euch klar sein muss, wir wollten euch gerade allen Singles da draußen ein gutes Gefühl geben mit dieser Folge. Wir schaffen es aber leider nicht, deswegen brechen wir jetzt an der Stelle. Ihr habt ja schon. Komm schon, ich hab noch irgendwas. Das muss ich ein bisschen brainstormen. Hauptsache, du weißt noch nichts, obwohl das Thema wahrscheinlich... Ja komm, ich weiß, kommt viel. Wir sind beide schon oft in einer Beziehung, oder lang vor allem in Beziehung gewesen. Du hast 5 Jahre mal auf dem Buckel gehabt und so. Gewisse Dinge müssen doch irgendwann mal abfacken irgendwo. Ja, wenn man manchmal auch einfach gar keinen Bock auf Sex hat, hat man ja mal so eine Phase. Mhm. Dann ist das ein Reibungspunkt in der Beziehung, weil das ja nicht immer gleich ist. Also es haben im seltensten Fall, haben beide genau am selben Abend keinen Bock und dann am nächsten Abend haben sie wieder Bock. So, es ist ja meistens unterschiedlich, so wer wie viel Bock auf Sex gerade hat. Mhm. Das ist schon ein Reibungspunkt, vor allem wenn es beide sehr sexuelle Personen sind. So. Das ist mir aufgefallen. Bei mir ist manchmal so, dass ich mich oft in Projekte reinstürze und dann so spontan. Das ist wie so ein Anfall, so, ich will das umsetzen. Ich will jetzt. Und heute will ich das noch schaffen. Ja. Oder sowas wie Spielfilmprojekte. Ja. Ich will mehr Gas geben, ich will mehr Zeit da rein investieren. Ja. Und das oft dann natürlich. Und dann geht's nicht. Dass die Beziehung dann ein bisschen kürzer dabei tritt. Ja, so. Kürzer treten muss. Niemand so viel Zeit abbekommt. Und das habe ich schon zweimal in meinem Leben gehört, dass dann plötzlich die Idee aufkam, so, Thomas, liebst du mich überhaupt noch? Oder sind die anderen Dinge wichtiger? Und da bin ich dann wieder so, das hat damit gar nichts zu tun. Ich bin gerade voll. Ich habe diesen Wunsch, das umzusetzen. Ist aber das so schwer zu verstehen? Ich will nicht, dass die Beziehung darunter leidet. Und das ist für mich immer so eine Diskrepanz, wo ich weiß, wenn ich Single wäre, könnte ich mich da reinstürzen. Ich könnte nur 3 Stunden am Tag pennen. Ich könnte auch voll Gas geben in diese Richtung. Und niemand würde sagen, pass mal deine Gesundheit auf, pass mal, hast du noch Zeit für mich? Was ist denn hier los? So, vernachlässige mal das nicht und so weiter. Ich kann mich halt voll verstreben, so in irgendeine Sache. Das merke ich halt manchmal, dass das dann bei Beziehungen schwierig wird. Fazit, machen wir Schluss. Hilft nichts. Carina, an der Stelle, wenn du es siehst, du hast ja genügend Angebote von der Community. Ja stimmt, wir hatten in der Einfolge, einer hat sich auf dich einen runtergeholt, Carina. Ist alles nur Joke, Freunde. Also Joke. Alles nur Witz. Alles Entertainment hier. Ihr habt noch einen Punkt. Mal gucken, ob du den raten kannst. Kennst du das, wenn du weißt so, in einem Monat ist Geburtstag von ihr. Dann gehst du auf Amazon, Geschenke für Frauen, oder gibt's immer... Ja, du googelst einfach so, was gibt's denn Geschenke eigentlich? Für die Freunde. Und immer alle so, immer so, Thomas, das Problem ist mit dir, was brauchst du? Du brauchst ja nichts. Und ich bin so, überleg doch einmal, was mich begeistert. Ich liebe Videospiele, ich liebe Filme, ich Bier, schenk mir einen beschissenen Bierkleiner, ich bin sauglücklich, Alter. Ja. Oder irgendwas so, schenk mir eine Bierverkostung von mir aus irgendeinem random Scheiß, ich bin total glücklich. Ich finde immer dieses so, was wünschst du dir? Und dann so Wunschliste machen und sagen, kauf mir das und das. Ich habe da immer ein ganz unangenehmes Gefühl dabei, weil ich immer so bin, du musst dir meine Zuneigung nicht erkaufen. So, ja. Wenn du mir was schenken willst, gerne. Klar freue ich mich.
aber scheiß, ist auch wurscht. So, von mir müssen wir uns auch nichts schenken. Aber ist in der Beziehung nicht das Geschenk irgendwie so ein Zeichen als Beweis, so ich weiß, was du dir wünschst, ich kann das, oder ich weiß, was dir gefällt, ich vielleicht beweise mit meinem Geschenk irgendwo, dass ich dich gut genug kenne, um zu wissen, was dir gefällt? Vielleicht ein bisschen, ja, aber ich finde es viel schöner, einfach irgendwie auf dem Weg nach Hause mal am Straßenrand, ja, weiß nicht, irgendwas mitzunehmen und zu sagen, guck mal, ich habe an dich gedacht heute. So. Wie oft machst du sowas? Das ist ab und zu, also jetzt nicht so oft, aber ab und zu. Ich habe mal in meiner letzten Beziehung, habe ich zum Beispiel mal in einem Spielzeugladen, da war ich aus einem ganz anderen Grund drin, dann habe ich da so ein kleines Lego-Herz gesehen. Das hatte nur 20 Teile oder sowas, habe ich schnell mitgenommen. Ich glaube, man darf seinem Partner nicht so böse sein, wenn sich Beziehungen so ein bisschen festfahren und so ein bisschen eintönig werden. Man muss ja dann wirklich mal einen Retalk machen, so hey du, ich habe den Eindruck momentan, wird es ein bisschen leidenschaftlos bei uns, so hast du nicht auch irgendwie Lust, dass wir beide mal wieder so ein bisschen... Und dann sagt der Beziehungspartner, nee, ist alles cool, und dann so, ja gut, eigentlich, aber, dann machen wir halt Schluss. Ja gut, aber das fand ich ja gleich mit so einer Wut. Lust dran geht es dann erstmal so, dann immer gleich mit diesem Totschlagargument, so was soll das heißen, du liebst mich nicht mehr oder was? Ist oder, halt, oder hast du irgendwie gar keinen Bock mehr auf uns? Ja. Oder so, nein, ich habe es gerade irgendwie, keine Ahnung, 50 Stunden in der Woche gearbeitet, ja, nebenbei noch an. 60 Stunden Woche, ich kann nicht mehr, lass uns einfach einen Film schauen. Gerade in meinem Fall ist manchmal so heavy, weil mich schreiben voll viele so an, so hey, wir haben schon lange nichts mehr gemacht. Und so, ja. Hey, willst du nicht mehr, also auch schon Spielfilme nehmen viel Zeit ein, dann auch Familie bei mir ultra viel, meine Mama ist immer wieder mal so hey, du musst, also von meiner Seite ist halt eben so, was soll ich machen, soll ich mich klonen, ich kann ja nicht, ja, das ist schrecklich. Das ist aber manchmal auch immer das Geilste, wenn dann, ich plane so einen Dreh und dann sagst du, sorry, geht nicht, und ich so, warum? Ja, an dem Tag ist Muttertag, dann muss ich zu meiner Mom, und ich bin so, an dem Tag ist Muttertag, was ist das denn? Aber ich kenn's halt gar nicht. Gute Frage, Leute, im Chat mal. Ich kenn's halt gar nicht. Ist Muttertag bei euch ein Ding? Aber bei mir ist es brutal so. Wenn ich Muttertag nicht wahrnehme, ich krieg verdammt viel Ärger von meiner Mama. Als würde ich ihren Geburtstag nicht wahrnehmen oder so. Also, würde ich auch da sagen muss. Auch Geburtstag ist doch so, Mann. Also wenn Yoshi es mir sagen würde, ich feiere jetzt Geburtstag, Yoshi, kommst du? Und du würdest sagen, nee, weil ich muss arbeiten, dann käme ich nie auf die Idee zu sagen, was ist mit dir aus Arschloch, nimm dir einen frei. Ja. So, das ist ein Urlaubstag. Also man kann sich auch immer sagen, so, man muss ja nicht einfach sagen, nee, man kann auch einfach sagen, du, pass auf, an dem Tag ist super schwierig, lass wann anders nachfeiern oder so. Ja, manche sind flexibel, andere nicht. Ja, nee, aber das ist so ein... Gott. Ich finde, Geburtstag ist ein sehr anstrengender Beziehung manchmal. Da habe ich das Problem. Die gehen halt immer so im Weg. Mein eigener Geburtstag geht mir immer so im Weg. Und meistens ist um den Zeitraum, wo wir zwei Geburtstag haben, ist mega viel zu tun. Und ich bin so, lasst mich doch in Ruhe mit meinem Geburtstag. So, ich will heute was machen. September ist ein guter Tag der Geburtstag. Nee. Ich muss sagen, generell aber noch schlimmer wäre, wenn Weihnachten und Geburtstag nah beieinander ist. Am besten so wie bei Karinas Fall. Mhm. Anfang Februar und eben Dezember ist Weihnachten. Da muss man doppelt hintereinander ganz schnell Geschenke ausdenken. Das ist echt, das ist zum Kotzen. Ich habe so gelöst, dass also, jetzt... Also wie wir Fazit, Beziehung ist eigentlich, hat nur Nachteile, alles scheiße, das einzige, was gut ist, Sex. Passt. Das kann man so unterschreiben, finde ich persönlich. Jetzt mach die Kamera aus, es reicht komplett. That escalated quickly. Ja, tschüss Leute. Schreibt uns gern, mach mal Themenvorschläge auf Twitter oder so. Vielleicht machen wir in Zukunft wieder öfter Hashtag Alter Maul, oder? Eigentlich schon. Ja. Schreibt mal Themen rein, wo ihr meintet, so, das wäre wirklich krass für ein Video.